Hallo liebe Spielende, willkommen zurück zu einem Let's Play zu Assassin's Creed Rouge. Und wir sind hier mittlerweile auf einem Schiff, auf unserem Schiff, das wir ganz gut zusammengebaut haben schon. Und wir fahren gerade in einen neuen Bereich auf der Map. Und zwar ist hier der Bereich, wo wir gerade sind, der ziemlich viel mit Eisbergen bestückt ist. Und jetzt gehen wir nach River Valley. Da ist es etwas wärmer. Und da müssen wir jetzt eine Mission machen. Also aus dem Schnee- und Eisbereich in ein etwas wärmeres Gefilde. Dafür muss natürlich ein bisschen geladen werden, aber da machen wir jetzt die nächste Hauptmission. Wir haben nämlich im letzten Zug schon mal gehört, da ist jemand unterwegs mit einem Vorgängerartefakt, also mit irgendwas Technischem oder irgendeinem Zauberartefakt oder sowas. Und das suchen wir jetzt. Und wie wir da hinkommen, das werden wir wohl jetzt erfahren in der Mission. Sieht das nicht schön aus? Da vorne steht sogar eine Windmühle und man sieht mal richtig warmes Gebiet hier mit Blumen und mit Bäumen statt immer nur Eisberge. Ja, das sieht auch schon mal gut aus. Und hier haben wir natürlich auch wieder eigene Städte, eigene Inseln, die wir anfahren können und die wir dann entdecken können. Und wir haben eine Schnellreise freigeschaltet und einen Animus-Datenbankeintrag für hier diesen Bereich, für River Valley. Und jetzt fahren wir aber auch da vorne in die Stadt, um uns die Mission zu holen. Oh, ich glaube, ich fahre ein bisschen zu schnell. Ja, das war ein bisschen zu schnell. Wir müssen dort oben auf den Berg. Und ihr seht schon, rechts gibt es eine Truhe, links gibt es eine Insel, die wir erkunden können. Vor uns ist es noch grau. Also jetzt haben wir wieder richtig viel hier zu erkunden. River Valley ist also ein Riesengebiet mit ganz vielen, ja, erkundbaren Orten. Und eben, wo wir eben waren, im Nordatlantik, da sind auch noch ganz viele Gebiete, die wir erkunden können. Also vom, ja, ich sag mal, vom Spielen her ist das hier anders als Unity und Syndicate. Also Assassin's Creed Unicate, aha, genau, das habe ich jetzt gerade neu erfunden. Also Syndicate und Unity, das sind ja zwei Teile, die in Städten sind, in Paris und London. Und hier, das ist eher der Black Flag Teil des Nordens. Hier geht es darum, viel mit dem Schiff zu fahren, einzelne kleine Gebiete zu erkunden. Und deshalb ist das hier, finde ich, für mich mehr Open World, als immer in den Städten rumzulaufen. Ich finde es hier eigentlich ganz schön, weil es gibt echt schöne Höhlen, es gibt echt tolle, ja, Inseln, die einen richtig so zum Erholen einladen und so. Also hier gibt es richtig schöne Gebiete im Schnee und jetzt auch hier im grünen Gebiet. Nicht ganz wie in der Eifel, aber sieht aus wie in Skandinavien. Also von daher gefällt mir das hier schon sehr gut. So, und da oben gibt es jetzt auch die Quest. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Nur für geladene Gäste. Die Templer tun alles, um die Artefakte zu verstehen. Ihre Spione waren schon bei vielen Wissenschaftlern in New York. Und sie haben auch mit vielen Stämmen darüber gesprochen. Ja, sie haben das Manuskript herumgezeigt. Aber niemand konnte es lesen oder die Bilder entziffern. Doch wir haben einen Namen. Wir wissen, dass Lawrence Washington das Manuskript verschickt hat. Lawrence Washington. Geschäftsmann, wichtiger Politiker und hochrangiger Templer. Ah ja, ich hörte, er sei aus der Karibik zurück. Meine Leute sahen seinen Diener ein Paket annehmen. Dann wird ihm dieses Paket unverzüglich übergeben. Shay findet heraus, was es ist und findet Washington. Es wird Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Auf zu Morrigan. Okay, die Quest beginnt mit erstmal zur Morrigan zu laufen. Aber ihr habt schon gehört, es geht um Washington, es geht um ein Paket und es geht darum, dass ich rausfinde, was in diesem Paket drin ist. Und da ist bestimmt das Artefakt drin, was die Templer irgendwie ergaunert haben und das versuchen wir dann rauszufinden. Ja, und hier sehen wir mal das Inventory, Schwertsätze und Dolchsätze. Also hier sieht man auch, man kann doch einiges an Schwertern kaufen und 13.000 Pfund ist das nächstbeste Schwert. Die anderen Schwerter sind alle schlechter als das, was ich habe hier erstmal.
Die gab es ja eigentlich normal zu kaufen, aber manche gab es halt auch von Uplay. Und wenn man dort Uplay-Punkte eingesetzt hat, hat man halt schon ein ganz gutes Schwert, so zum Anfang des Spiels. Und Uplay-Punkte kriegt man ja relativ zügig, wenn man so das erste Level durch hat oder so. Und von allen Spielen, die da von Ubisoft sind, also von daher, Uplay-Punkte zu bekommen, um sich hier die ersten guten Waffen zu holen, ist ja nicht so schwer. Aber ihr seht schon, wie viele verschiedene Waffen es gibt. Auch hier Queen Anne's Pistole, Edwards Pistole, dann sind hier noch ein paar graue Pistolen, wo wir noch nicht rankommen. Und Monturen kann man auch gar nicht auswechseln. Also von daher echt noch viel, was man freischalten kann. Und jetzt können wir uns einen Beutel für Rauchbomben holen. Wir haben nämlich ganz viele Polarfüchse und kanadische Luchse auf den Inseln und auf den Bereichen schon gekillt. Wir waren also schon ein bisschen Jagen. Jo, manchmal habe ich auch einen Blackout, also wir waren ganz schön jagen und haben dabei ein paar Tiere abgeschlachtet. Gehäutet, so würde ich es jetzt auf brav sagen. Und dann haben wir auch noch ein paar Höhlenmalereien gefunden, die sind jetzt auch hier zu sehen und die kann man sogar hören. Unterdessen, während der gute Geist im Licht arbeitete, bereitete der böse Geist Unheil im Schatten. So, und da haben wir noch ein paar von. Darum gibt es noch immer das Böse in der Welt. Aber die Menschen können das Böse vertreiben und den guten Geist in sich finden. Jeder Mensch kann den Weg wählen, dem er folgt. Tolle Sprachausgabe, finde ich. Und das ist halt auch das Tolle hier bei dem Spiel. Hier gibt es viel Sprachausgabe. Der Bruch in der Helix gab euch meine ewige Präsenz. Das Mensch-Maschine-Interface trübt sich ein, Schritt für Schritt, mit jedem Augenblick. Eure Welt leidet an einem Mangel an Bewusstsein. Meinem Bewusstsein. Ist das nicht alles mysteriös? Das fehlt mir so ein bisschen in dem neuen Assassin's Creed. Da ist nicht so viel an Sprachausgabe dabei und nicht so viel an Stimmung. Auch in dem Animus, wenn man also aus dieser Zeit hier raus in die Zukunft reist oder in die Gegenwart reist. Man sitzt ja eigentlich hier in einem Simulationsprogramm drinne. Auch da sind Videosequenzen von den Templern, Erklärungen und sowas alles. Also ich finde das hier richtig schön gemacht. So, ja, Black Flag hat mir auch sehr gut gefallen. Unity war nicht so mein Fall. London ist wieder etwas besser mit der Kutsche und dem Hochfliegen schnell. Und auch das Jack the Ripper DLC ist ganz nett. Aber trotzdem finde ich das hier schöner. Das ist irgendwie abwechslungsreicher mit dem Schiff, das man aufbauen kann. Mit, ja, auch den ganzen Sachen, die man auf den verschiedenen Inseln finden kann. Aber jetzt genug geschwärmt. Jetzt gehen wir auch auf die Morrigan und werden uns mal angucken, wo dieser Washington ist und was er da für ein Paket gefunden hat. Oh, da war ein toller Wasserfall. So, und auf. Los geht's los. Ach toll, steht er hier vor meinem Steuerrad. Gehen wir auf Seite. Die Lieferung ausfindig machen. Führt uns das Schiff direkt zu ihm. Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Jo, und schon desynchronisiert. Ja, das ist doch toll. Warum ist es desynchronisiert? Weil ich geschossen habe. Und wie ihr auf der Minimap gesehen habt, sind da ganz viele rote Punkte oder ein roter Bereich und gelbe Bereiche. Wir dürfen also nicht entdeckt werden. Und daher müssen wir ein bisschen vorsichtig hier vorgehen und dürfen nicht rumballern. Wir sollen nämlich diese Fregatte verfolgen. Also Männer, Zeit ruhig zu sein. Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war, konnte das aber nicht bestätigen. Jetzt. Sicher, Captain. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun, nicht wahr? Ich traue es ihm zu. Tahiti ist nicht weit von Barbados. Und
und seine Rückkehr in die Kolonien überschneidet sich mit der Ankunft der Artefakte. Wir können den Templern die Kolonie nicht überlassen. Es liegt jetzt ganz allein bei uns. Was auch geschieht. Lawrence Washington muss sterben. Ich werde dafür sorgen. Ihr seht auch immer, wie knapp das ist. Wenn man in den gelben Bereich von den anderen Schiffen kommt, dann füllt sich dieser rote kleine Punkt auf. Und wenn der voll ist, dann ist man entdeckt. Und vorher, ja, wird man nur ein bisschen überwacht. Also von daher habe ich das gerade so eben geschafft. Sollte jetzt auch nicht da lang. Ah ja, ich muss hier um die Kurve, weil sonst sieht mich auch wieder dieses kleine Schiff dort. Ah, ich glaube, hier ist besser. Dort kommen wir auch ungesehen an dem Ganzen vorbei. Also man muss schon ein bisschen überlegen, wie man hier segelt, wie schnell man segelt, damit man nicht entdeckt wird. Das wird nichts. Shane, ihr müsst dem Schiff an Land folgen. Das werde ich. Segelt ihr mit der Morrigan außenrum? Hi, Captain. Folgt dem Paket und findet Washington. Und jetzt muss ich sogar an Land und dem Schiff an Land folgen. Na, das wird ja eine Lauferei. Ist ja auch interessant, jetzt nicht mehr weiterfahren. Washington muss sterben. Ha, die wollen unbedingt, dass ich diesen Washington erledige. Die Lieferung zu Fuß beschatten. Okay, das wird ja hier eine Lauferei jetzt. Mal gucken. Ja, das Schiff ist etwas schneller, aber noch habe ich es gut im Visier. Oh, jetzt muss ich aber hier auch genau gucken, wo ich hinspringe. Immer genau zwischen die Baumäste und auf die Äste genau. Heieiei. Die sind alle so dünn, aber ich bin ja ein geübter Assassine und das klappt ja wunderbar. So, jetzt hier rüber. Und wo jetzt lang? Einfach hier runter. Oh, 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 oh. Ja, da war eine kleine Schlucht, aber hat auch geklappt. Und das Schiff fährt da wohl an den Hafen. Auf jeden Fall fährt es jetzt weiter weg. Nicht, dass ich gleich desynchronisiere, weil es zu weit weg ist. Oh, ich muss mich beeilen. Schnell, schnell. Ah, da kommt ein roter Bereich auch auf der Map. Ich glaube, da wird es gefährlicher. Das Paket plündern. Mount Vernon. Truhen sind hier, Sammelobjekte sind hier, Schnellreise freigeschaltet. Oh, ho, ho, wir haben wieder was geschafft. Animus Datenbank freigeschaltet. Na, das ist doch mal was. Dann verstecken wir uns jetzt mal hier kurz und erledigen alle, die uns jetzt zu nahe kommen. Ja, also jetzt darf ich auf jeden Fall entdeckt werden, weil jetzt bin ich hier schon mitten im Kampf. Ui, das wird knapp. Dann nehme ich doch mal schnell meine... Ja, so, Pistole und meine Schwerter und dann geht das schon. Da hat mich noch einer gesehen. Mensch. Na gut, eine Rauchbombe und schon ist er abgelenkt. Zack, das Blut spritzt hier wie bekloppt. Und jetzt sind wir erstmal wieder ein bisschen unentdeckt. Ah, da sind zwar gelbe Punkte, aber keine roten. Wir sollen auf jeden Fall jetzt das Paket plündern. Und hier sind ganz viele Wachen, sogar Scharfschützen oben auf dem Dach und eine Truhe. Oh, ich glaube, das hier ist eine gute Gelegenheit, um mal Pause zu machen, weil das wird bestimmt noch einiges werden, hier wieder wegzukommen, hier die alle zu erledigen. Boah, was ein Kampf. Also ich kämpfe da mal bis zum nächsten Let's Play hier weiter, bis wir uns dann wiedersehen. Ein Like und ein Abo wäre super lieb von euch und dann machen wir hier beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Macht's gut, bye bye.